Ey Leute, so habe ich mich gefühlt, als ich diese Nachricht heute gelesen habe, weil ich habe nämlich heute erfahren, dass meine Kinder ja weniger wert sind als andere Kinder. Ja, ich bin Arbeitnehmer und ich habe ja wie gesagt Kinder und da habe ich gehört, jetzt eben 5 Euro gibt es mehr Kindergeld. Ja, und da habe ich da irgendwie so einen Bericht gelesen und sehe ich auf einmal so eine Schlagzeile und da steht drin, dass warum Beamtenkinder mehr wert sind wie Arbeitnehmerkinder. Ja, ich denke, was ist das für eine Nachricht? Lies das, ja, und dann lese ich eben zum Beispiel, dass wir eine Erhöhung von 5 Euro bekommen haben und Beamte bekommen eben eine Erhöhung bis zu 100 Euro. Ich sage, hey, wie kann ja gar nicht sein, was ist da los? Ja, und da ist es nämlich so, weil die Beamten bekommen nicht nur das Kindergeld, die bekommen auch noch einen Kinderzuschlag, also das nennt man im Groben und Ganzen Familienzuschlag. Und da bekommen die, ja, richtig coole Leute, ich konnte das gar nicht glauben, also wenn die 3 Kinder haben, dann sind die im Schnitt schon bei 1290 Euro mit 3 Kindern an Kinderzuschlag. Plus das Kindergeld, also wäre in diesem Fall der 765 Euro. Also sind die im Schnitt so bei 2100 Euro mit 3 Kindern. Also nicht schlecht, muss ich sagen. Also Wahnsinn, möchte ich auch gerne haben. Und das Gute ist, für das nächste Kind gibst du dann noch 500 bis 700 Euro dazu, je nachdem, wo der Beamte ist. Ja, Leute, das ist genau, das ist nicht gerecht. Ich finde das irgendwie unfair, weil warum kriegen wir das nicht? Besonders, weil die Begründung ist interessant, weil das nennt man Alimentierungsgesetz und da steht drin, dass der Beamte eben halt die Möglichkeit haben muss, deswegen zahlen die den Kindern so viel Geld, sich dem Beamtentum so voll und ganz eben hinzugeben. Also das tun Arbeitnehmer nicht, ey, wenn die wirklich immer jeden Tag mal lochen oder so, müssen sich auch der Arbeit hingehen und da kriegen die auch ja kein extra Geld für die Kinder. Also Leute, wie gesagt, ich finde das ungerecht, ich will dir keinen Streit vom Zaun brechen oder sonstiges, ich möchte einfach nur darauf aufmerksam machen, weil viele Leute wissen das gar nicht und deswegen tut mir gefallen, ey, teilt dieses Video.